Also Leute, eine andere Sache, wir sind alle alles. Das ist jetzt eine andere Definition, sage ich mal, andere Theorie, dass wir alle ein und dieselbe Person sind oder ein und derselbe Mensch, ein und dieselbe Zelle. Ist auch logisch, wenn man das Universum als eine Zelle betrachtet und wir einzelnen Zellen sind nur Teile des großen Organismus dann, was er dann wird. Also und jede Zelle ist ein weiterer Organismus, der weitere Zellen beinhaltet und so weiter. Und es durch Teilung, Zellteilung wächst es immer weiter, sowohl nach unten als auch nach oben. Jetzt kann man das aber auch auf die Realität in dem Sinne übertragen, auf die Psyche. Und zwar, dass wir alle alles sind, oder also unsere Persönlichkeit. Es gibt ein bestimmtes Muster im Leben. Das ist die 1 bis 9. Es gibt nur 9 Ziffern und die wiederholen sich immer wieder. Das heißt, nach der 9 kommt die 10. Das heißt, die 10 ist sozusagen eine neue 0. Eine 0 mit Strich, ein C-Strich oder was auch immer. Und das ist es. Also, die Sonne hat 8 Planeten um sich herum, ist selber der 9. Gott hat 99 Namen. Ist die Sonne Gott? Wenn das ist, würde es Sinn machen. Und die 8 Planeten und so weiter. 8 Elektronen bilden ein stabiles, ein stabiles Atom. Und der Atomkern geht dann als 9. Und das Interessante ist, der Atomkern ist aber genau das gleiche, ist auch nur ein Gebilde aus. Also der Nukleon, Gebilde aus Proton und Neutron, jeweils 8 wieder, ne? Beziehungsweise je nachdem, mehr oder weniger. Aber halt diese Protonen sind dann auch wieder gemacht aus weiteren Elementarteilchen, genauso wie die Elektronen und bla 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 oder so. Jedenfalls, in der Mythologie gibt es den Gott der Sonne, es gibt den Gott des Mondes, den Gott der Unterwelt, den Gott der, keine Ahnung, also es ist immer wieder das Gleiche. Zeus ist der Gott von allem, ne? Re ist auch der Gott von allem. Gott ist der Gott von allem. Und ja, das ist das, was unser Leben hier erst ermöglicht. Der Gott des Mondes ist in Ägypten Seth. Gleichzeitig ist er der Gott der Unterwelt, glaube ich. Auf jeden Fall ist es im Griechischen, der griechischen Mythologie so. Hades ist die Repräsentation des Mondes und auch der Unterwelt. Genauso wie Luzifer. Seth ist auch das Auge des Horus. Ein Sichelmond. Der Sichelmond ist ja allgemein ein Zeichen von Gottlosigkeit oder was auch immer. Eigentlich das Zeichen des Islams, aber für die Christen auch ein unheiles Zeichen, so wie ich mitbekommen habe. Ist ja alles drunter und drüber, ist ja scheißegal. Worauf kommen wir hinaus? Irgendwie ist alles doch Teil desselben. Ist ja Teil der einen und derselben Zelle. Wenn das Universum eine Zelle ist, dann ist ja sowohl Sonne als auch Erde, als auch die ganze Galaxie, als auch bla bla bla, sind nur weitere Unterteilungen einzelner Zellen, die dann doch wieder Teil des großen Organismus sind. Und das ist alles eigentlich. Und damit will ich sagen, wir sind genauso wie es Luzifer, egal ob es ihn gibt oder nicht, oder Jesus, ob es ihn gab oder nicht, und bla bla bla. Wir sind alle in unserem Leben. Und zwar, wir waren irgendwann mal, oder in einem, wir spielen ja Rollen irgendwie. Wir sind ja immer in Bezug zu jemand anderem etwas. Und wir sind, glaube ich,
sage ich mal, kann ich mit ziemlicher Sicherheit behaupten. Sind wir in einem Bereich in unserem Leben, sind wir Jesus, in anderen Bereich sind wir Luzifer, in anderen Bereich sind wir Gott selber, im anderen Bereich sind wir Anubis, in anderen Bereich sind wir Gott der Schönheit, Gott der Weisheit. Und alles machen wir einmal durch. Und da wiederholt sich die Scheiße wieder von vorne. Und keine Ahnung, würde auch Sinn machen. Durch Sex produzieren wir neue Kinder. Wir erschaffen neues Leben. Wir werden selber zu Gott. In gewisser Weise. Wir sind dann der Vater von allem, der das Leben erst möglich gemacht hat für unseren Sohn, der uns gleicht. Und ja, für unsere Tochter. Und dann geht es so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir dadurch vielleicht Gott widerstrebt, weil für das Neue muss das Alte weichen. So wie die Raupe, die in einen Kokon steigt und zum Schmetterling wird. Stirbt die Raupe und die Raupe gibt es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Sie opfert sich selber. Und raus kommt ein Schmetterling. Also führt der Selbstmord zur Veränderung, beziehungsweise die Veränderung ist der Mord des alten Systems. Und deswegen stirbt in gewisser Weise Gott, wenn man Luzifer folgt. Aber dann wird Luzifer der neue Gott. Und danach wird Luzifer sterben, der dann Gott ist, weil ein neuer Luzifer kommt. Und Luzifer ist Jesus. Auf jeden Fall bezeichnet die Bibel Jesus und Luzifer beide als Morgenstern, das Licht, der Lichtbringer und so weiter. Das Ganze von wegen Gut und Böse ist idiotisch. Das gibt es nicht. Es gibt Plus und Minus. Beide sind Gegensätze und beide sind nicht gewissermaßen das Gleiche. Naja.